Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ihr könnt euch ja wahrscheinlich vorstellen, was gleich passieren wird. Ich bin heute mal im Offline-Modus. Nach langer Zeit habe ich mich mal wieder hier hingetraut. Ja, ich habe mich da hingetraut und ich werde auch gleich mit Milch online gehen. Lieber Milch, ich werde gleich online sein. Ach, wartet Leute. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich ihm erstmal eine Nachricht schreiben muss, weil er sonst nicht weiß. Komme gleich, komme gleich. So, ich schreibe dir jetzt erstmal eine Nachricht hier. Ja, genau, das mache ich jetzt mal. Dann bin ich gleich auch bei dir, Milch. So, den könnt ihr übrigens gerne mal adden. Der weiß ja, wo die ganzen Glitches sich befinden in GTA. Und der weiß, wie man Sachen bekommt. Und der weiß Dinge, wovon ich persönlich auch nicht viel weiß. Aber gehen wir doch mal wirklich zurück, ein paar Monate, ich glaube fast 8 Monate ist es her, wo ich dann zum ersten Mal angefangen habe, Tiere zu töten in Grand Theft Auto 5. Und ich möchte nochmal hier eine kleine Ansage machen. Tiere töten ist ein starkes Verbrechen und ich bin auch gegen Tierquäler in jeglicher Art. Auf der Welt werden so viele Tiere getötet, so stark gequält, das glaubt ihr gar nicht. Tiere, das sind auch Lebewesen wie wir Menschen, nur die können halt nicht reden, die können halt nicht Aua schreien, die können halt einfach nichts machen. Tiere werden heutzutage für Genexperimente benutzt und so weiter. Und dieses Spiel, was ihr jetzt seht, also das ist alles nur reine Spaß. Eine virtuelle Kuh zu töten, kennen wir doch alle. Die fällt um. Oder ich töte jetzt zum Beispiel ein Schaf oder so hier drin im Spiel. Das ist ja alles legitim. Ich fahre ja auch manchmal Leute auch zu Brei sozusagen. Ja, das war echt noch eine schöne Zeit hier. Ich möchte einfach mal ein bisschen hier meinen YouTube-Kanal Review passieren lassen, wie das auch alles anfing mit GTA 5. Damals mein erstes Video, das fing so an. Oder eines meiner ersten Videos. Moin Leute, jetzt ist es soweit, Leute. So, jetzt steigen wir ins Flugzeug und guck mal, wie hoch wir fliegen können. Mann, das Video war schon über 60.000 Aufrufe. Was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist auf YouTube. 60.000 Klicks, 60.000 Menschen, das ist ja schon eine ganze Menge. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass das so steigen tut. Hammer, Hammer, Hammer. Aber auch dieses, wie tötet man Tiere in GTA 5, habe ich auch auf YouTube geladen. Mit dem Tierquäler wurde ich verglichen. Da müsste man doch eigentlich auch die Leute Menschenquäler nennen, die in GTA 5 Menschen töten, weil das ist ja auch das Gleiche. Ja, Tiere töten in GTA 5 ist das Gleiche. Ich setze mich auch schon seit Jahren für den Tierschutz ein und dann das zu lesen, dass ich ein Tierquäler sein soll, das macht mich auch irgendwie ein bisschen traurig. Weißt du, dann setzt man sich wirklich für Tiere ein, im Privaten, im Real Life, und dann bekommt man auf YouTube diese Nachricht geschrieben, du bist ein Tierquäler. Das macht mich auch ein bisschen. Ja, das macht mich einfach ein bisschen traurig. Nicht wütend, aber ein bisschen traurig. So. Manche haben es auch lustig gefunden, was ich hier getan habe. Die haben es auch verstanden. Humor und so weiter. Das ist auch ganz wichtig. Man muss heute Humor verstehen. Wenn man das nicht tut, dann ist man echt arm dran. Ne? Man darf nicht alles zu ernst nehmen. Man muss einfach mal abspannen. Das ist auch für YouTube. YouTube sollte man abspannen und nicht irgendwie jetzt grübeln oder so. Nee, das sollte man nicht. Das ist eine Oase, eine Entspannungsoase. So muss man sich YouTube heute vorstellen. Ja. Obwohl wir jetzt nicht online sind, macht es doch Spaß. So. Springen wir mal hier hoch. Fische hat es hier leider keine drin, aber es gibt ja Haie drin. Da müsst ihr einfach nur weit genug rausfliegen. Und dann seid ihr schon bei den Haien. Das hier ist übrigens, glaube ich, ein Lavendelbaum oder ein Kirschblütenbaum. Ah, herrlich. Wisst ihr, dieses GTA 5 hat im Offline-Modus einen ganz eigenen Charme als im Online-Modus. Im Online-Modus ist alles so komisch. Versteht ihr, was ich meine? Im Offline-Modus ist das anders. Wenn du da durch den Wald läufst, kann es sein, dass dich ein Puma angreift oder sowas. Das ist halt im Singleplayer, im Online-Modus nicht so. Das ist natürlich nicht der Fall. Weil dort gibt es diese Tiere noch nicht, diese Tierwelt wie hier. Was ich auch ein bisschen schade finde. Ja, Schweine hatte ich auch mal getötet, aber die gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr. Die sind hier nicht mehr vorhanden. Das hier ist jetzt nur noch
eine Kuh, Kuhverein hier, so eine, hier wird Milch auf jeden Fall, denke ich mal, produziert hier. Und ja, Milch, genau. Damals gab es ja auch eine Krankheit, die hieß BSE, da wurden ganz viele Rinder getötet. Und ja, Katastrophe damals gewesen. Damals BSE-Skandal, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, McDonald's, was soll ich das, Burgerfleisch, da mussten alle Tiere, alle Rinder getötet werden. Das war auf jeden Fall kein schöner Anblick, muss man sagen. Nun ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, mein kleines Video heute mal im Offline-Modus, heute mal etwas Besonderes. Ich muss auch mal was Besonderes sein. Es kann auch nicht immer online sein. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und jetzt gucken wir, was der Milch geschrieben hat. Yo.